herzlich willkommen zum Medienmagazin ZAPP, zum sage und schreibe dritten Spezial innerhalb von 4 Wochen. Das, was sich gerade in der ARD und auch hier im NDR abspielt, könnte im Programm auch als Krimi oder vielleicht als Satire laufen, wenn es nur nicht so ernst wäre. 2 der 4 mächtigen NDR-Landesfunkhausdirektoren lassen inzwischen ihre Aufgaben ruhen, weil es Vorwürfe gibt, die die journalistische Unabhängigkeit ihres Programms in Frage stellen. Es geht heute um ihren Fall, Sabine Rossbach. Sie hat bis vor kurzem die regionale Berichterstattung aus Hamburg verantwortet. Also alles von News aus der Bürgerschaft über Kultur bis zum Hamburger Wetterbericht. Aber hat sie dabei Themen ins Programm bugsiert, die aus journalistischen Gesichtspunkten dort eigentlich überhaupt nicht hingehört hätten? Immer wieder gab es dazu Hinweise und der Konflikt darum ist nun eskaliert. Manuel Daubenberger, Han Park und Felix Meschede. Hamburg vergangenen Freitag. NDR-Intendant Joachim Knuth besucht sehr kurzfristig die Mitarbeitenden des Landesfunkhauses. Er hat Neuigkeiten. Beim Norddeutschen Rundfunk gibt es erste Konsequenzen aus Vorwürfen gegen eine leitende Mitarbeiterin. Die Direktorin des Landesfunkhauses Hamburg-Rossbach lässt ihre Tätigkeit vorerst ruhen. Die Vorwürfe würden nun geprüft, so NDR-Intendant Knuth. Statt eines Interviews gibt er an dem Tag nur ein kurzes Statement. Sie hat angekündigt, nicht dauerhaft auf ihre Position zurückzukehren. Damit macht sie den Weg frei für einen Neuanfang im Landesfunkhaus Hamburg. Mehr als 70 Mitarbeitende hatten genau das gefordert. Mit einem Brief an den Intendanten. Darin heißt es: Wir können uns eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Sabine Rossbach nicht mehr vorstellen. Und weiter: Konstruktive Kritik und Diskussionen auf Augenhöhe gab es kaum. Viele von uns haben das als Klima der Angst erlebt. Den Stein ins Rollen brachte ein Bericht im Business Insider. Die Funkhauschefin soll unter anderem dafür gesorgt haben, dass Themen der PR-Agentur ihrer Tochter ins Programm kamen. Ich habe selbst 5 Jahre im Landesfunkhaus Hamburg gearbeitet. Seit einigen Wochen recherchiere ich gemeinsam mit Kollegen zu den Vorwürfen. Keiner der Mitarbeitenden wollte sich vor der Kamera dazu äußern. Bis jetzt. Jörn Strehler-Pohl vertritt die freien Mitarbeitenden im Landesfunkhaus. Ich glaube, viele hatten wirklich Angst im Umgang mit Sabine Rossbach. Ich kann jetzt nur für die freien Mitarbeitenden im Landesfunkhaus Hamburg sprechen. Aber es gibt doch die verbreitete Sorge, dass wenn man den Mund aufmacht, dass der Rahmenvertrag dann nicht mehr verlängert wird und dass man sich dann tatsächlich einen neuen Job suchen muss. Ob das wirklich so ist, ob man Kritik üben darf, die meisten legen es dann gar nicht erst darauf an. Wie transparent ist Frau Rossbach damit umgegangen, dass ihre Tochter eine PR-Agentur hat und dass Themenvorschläge auch bei 90,3 und im Hamburg-Journal gelandet sind? Nach meiner Einschätzung war der Umgang nicht transparent. Es spricht nichts dagegen, dass die Tochter einer Landesfunkhausdirektorin eine PR-Agentur hat. Es spricht nichts dagegen, dass diese Tochter dann Themenvorschläge macht. Aber es muss dann absolut transparent damit umgegangen werden und nochmal doppelt genau drauf geguckt werden und überlegt werden, wollen wir das machen? Das hätte passieren müssen und das ist aus meiner Sicht nicht passiert. Wir haben auch mit mehreren Festangestellten gesprochen. Auch sie berichten, dass ihnen die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen der Inhaberin der PR-Agentur und Sabine Rossbach nicht offengelegt wurde. Doch keiner von ihnen möchte vor die Kamera. Sabine Rossbach bestreitet die Vorwürfe. Wenn man sich mal durchs Fernseharchiv des NDR wühlt, dann findet man mehrere 100 Beiträge mit oder über Kunden der PR-Agentur. Und die sehen so aus. Also ich hab, Cornelia Poletto, eine Kundin der Agentur. Ich bin total aufgeregt und ich freue mich auch schon auf die ersten Himbeeren. Ich meine, mehr geht einfach nicht, oder? Und auch er, Kunde der Agentur. Heute ist Start der Himbeersaison. Ja, moin, heute ist los. Wir sind ganz aufgeregt, aber jetzt sind sie rot und wir freuen uns riesig. Eine Frage noch generell zu Barkassenmeier. Man kennt es natürlich von... Und auch dieses Barkassenunternehmen, Kunde der Agentur. Aber eigentlich steht das Unternehmen für viel mehr, beziehungsweise bieten sie vor allem jetzt auch in den letzten Jahren immer mehr besondere Fahrten auch an. Ja. Was gibt's in diesem Jahr bei der Dinnershow? Es gibt in diesem Jahr wie immer ein wunderschönes 4-Gänge-Menü. Wir haben mit einigen Kunden der PR-Agentur gesprochen. Sie fühlen sich zu Unrecht in ein schlechtes Licht gerückt und weisen darauf hin, dass die Themen und Events eben interessant für die Zuschauer in Hamburg seien.
Auch andere Medien hätten schließlich darüber berichtet. Den Kunden ist auch kein Vorwurf zu machen. Uns interessiert jedoch der journalistische Umgang mit den PR-Angeboten. Denn Sabine Rosbach hat offenbar regelmäßig dafür gesorgt, dass Themen der Agentur den Weg ins Programm fanden. Uns liegen E-Mails vor von Frau Rosbach an planende Mitarbeitende des Landesfunkhauses Hamburg. In diesen E-Mails leitet Frau Rosbach E-Mails der PR-Agentur ihrer Tochter an die Mitarbeitenden weiter. Sollten wir haben, schreibt sie. Oder hier, mit der Bitte um Berichterstattung. Und mehrere Mitarbeitende haben uns versichert, auch wenn Sabine Rosbach die Einladungen zu PR-Terminen kommentarlos weiterleitete. Es sei für sie klar gewesen, dass diese Themen eingeplant werden sollten. Sabine Rosbach weist den Vorwurf zurück. Sie bedauere, sollte dieser Eindruck entstanden sein. Aber wie attraktiv ist denn ein solcher Sendeplatz überhaupt für ein Unternehmen? Der PR- und Medienplaner Thomas Koch ist seit Jahrzehnten im Geschäft. In einer Werbeinsel oder beim Sponsoring ist für den Zuschauer völlig, völlig klar, dass es hierbei um Wirtschaftswerbung handelt. Bei einem PR-Beitrag ist er ja journalistisch unterwegs. Es ist nicht erkennbar, welche Absicht die Redaktion damit verfolgt. Es ist damit wertvoller als klassische Werbung. Der Facebook-Auftritt der Agentur ist mittlerweile offline. Doch wir haben einige Einträge vorher gesichert. Dort warb die Agentur offensiv mit der Berichterstattung im NDR. Es ist der Job einer PR-Agentur, ihre Kunden medial zu vermarkten. Die Frage ist, ob redaktionell angemessen damit umgegangen wurde. Beim Blick ins Fernseharchiv wirkt ein festes Format mit Schalten besonders werblich. Herzlich willkommen zum Hamburg-Journal um 18 Uhr nach den Feiertagen. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Fest. Anke Harnack hat sie im Wechsel mit anderen jahrelang moderiert. Nein, genau so ist es. Palazzo, heute Abend Premiere. Danke Ihnen beiden. Viel Spaß und Sie haben Gelegenheit, bis März das ganze Spektakel zu sehen. Mittlerweile hat Anke Harnack den NDR verlassen. Anschließend hat sie arbeitsrechtlich gegen den NDR geklagt und in zwei Instanzen verloren. Über ihre Zeit im Landesfunkhaus Hamburg spricht sie jetzt zum ersten Mal im Fernsehen. Als ehemalige Kollegin duze ich sie. Hast du Hinweise gehabt, dass es Themen einfacher hatten, ihren Weg in die Sendung zu finden? Naja, also es gab Nachrichten, da heißt es auf Wunsch der Direktorin oder Sabine wünscht sich, die Kommunikation mit mir hat fast immer mündlich stattgefunden. Das heißt, es gibt keine Dokumentation darüber, aber das geflügelte Wort auf Wunsch, das hat es häufig gegeben. Es war aber irgendwann auch einfach eine Selbstverständlichkeit, will ich fast sagen. Das wurde überhaupt nicht in Frage gestellt, dass Themen dieser Agentur im Programm stattgefunden haben. Auch Kunden oder Veranstaltungen von anderen PR-Agenturen fanden im Programm des Hamburg-Journals statt. Die 18 Uhr mit den Live-Schalten war offenbar ein attraktiver Ort für PR-Agenturen. Aber wie sind die Beiträge entstanden? Wenn Sie an einem Drehort sind und haben nur einen Protagonisten aus einer Branche, der sein eigenes Unternehmen oder sein Projekt oder was auch immer vorstellt, dann können Sie halt nicht viel mehr machen. Das ist dann mit ausgewogener Berichterstattung ein bisschen schwierig, wenn keine Wettbewerber vor Ort sind oder flankierende Branchen oder. Sie müssen eben in so einer Live- oder Quasi-Live-Situation mit dem arbeiten, was da ist. Wir haben häufig mit Produktionskolleginnen und Kollegen so ein geflügeltes Wort gehabt und haben gesagt, na, machen wir heute wieder eine Dauerwerbesendung. Warum hast du nicht früher drüber gesprochen? Weil ich mich im höchsten Maße opportunistisch verhalten habe, weil ich meinen Job behalten wollte. Ich habe den ja nicht nur oft gemacht, sondern ich bin überzeugt, ich habe ihn auch ziemlich gut gemacht und war damit erfolgreich. Es gibt nicht so einen riesengroßen Markt für übergewichtige Moderatorinnen. Und dann habe ich mich bemüht, irgendwie gesichtswahrend diese Sendung moderieren zu können, weil ich diesen Job gerne behalten wollte. Ich spreche jetzt, weil ich sehe, dass die Zeit reif ist und weil ich verstanden habe, dass der NDR selber ein Aufklärungsinteresse hat.
weil ich sehe, dass offensichtlich 70 Kolleginnen und Kollegen ähnliche Erfahrungen gemacht haben und damit jetzt auch sichtbar und hörbar werden. Es ist eine Chance für den Sender, das aufzuarbeiten. Die Aufarbeitung hat gerade erst begonnen. Für die Mitarbeitenden ist der Rückzug von Sabine Rosbach zumindest ein erster Schritt. Ich glaube, dass eine gewisse Erleichterung da ist. Erleichterung vor allem auch, dass der Eindruck ist, wir geraten jetzt wieder in ruhigeres Fahrwasser. In erster Linie wollen wir uns nicht mit uns selber beschäftigen, sondern wir wollen Programm machen und wir wollen berichten. Tja, mit dem ruhigeren Fahrwasser wird es vermutlich noch eine Weile dauern. Wir hätten über die Vorwürfe und ihre Aufarbeitung gern noch mit den Verantwortlichen gesprochen. Doch weder Sabine Rosbach noch Intendant Joachim Knuth oder die kommissarische Funkhauschefin Ilka Steinhausen waren zu einem Interview mit ZAP bereit, sondern verwiesen auf die laufende Prüfung. Belegt es immerhin, dass im Landesfunkhaus Hamburg teilweise wenig zwischen Werbung und Journalismus unterschieden wurde, was gerade im Öffentlich-Rechtlichen überhaupt nicht geht. Dafür haben wir dieses Beispiel mal rausgesucht. Thema: Silvi Mais präsentiert eine Sonnenbrillenkollektion. Und schauen Sie mal, wie Moderator Jens Rieber das Ganze präsentiert. Brille tragen galt früher immer als Schönheitsmakel. Dem ist zum Glück schon lange nicht mehr so. Vorhang auf zur super exklusiven Hamburg-Premiere der neuen Brillenkollektion der Silvi Mais, welche sie mit einer Hamburger Brillendesignschmiede auf die Beine stellte. Denn Model-Moderatorin Mais weiß, was gut, schick und edel ist. Beispiel die sommerliche Sonnenbrille Miami, ein absoluter Hingucker auch für die anwesenden Influencer und TikTok-Filmer. See- oder Sonnenbrillen sind hochaktuelles Modeaccessoire, tragbar, fashionable, verleihen sie den gewissen intellektuellen Charme oder schützen schlicht vor der Sonne, wenn sie denn scheint. Dieser Brillenbeitrag ist damals in der Redaktion scharf kritisiert worden. Und Sabine Rosbach musste sich Fragen gefallen lassen vom Redaktionsausschuss. Der vermittelt im NDR unabhängig bei Programmkonflikten. Ihre Erklärung: Man habe offenbar die sanfte Ironie dieses Beitrags nicht verstanden. Journalistische Grundsätze sah sie nicht verletzt. Was daraus folgte? Nichts. Die Frage stellt sich, warum der NDR das nicht stärker im Blick hatte. Als ob es hier keine Regeln gäbe, keine sogenannten Compliance-Richtlinien, die ganz genau festschreiben, was man darf und was man nicht darf. Caroline Schmidt und Constanze Nastarowitz haben versucht nachzuvollziehen, an welcher Stelle die Kontrolle möglicherweise versagt hat. Nach den Vorwürfen im NDR fragt man sich, warum ist da niemand früher eingeschritten? War nicht klar, was man darf und was man nicht darf? Grundsätzlich ist es ganz simpel. Wer im oder für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet, sollte Interessenkonflikte vermeiden. Das sollte eigentlich jeder Journalist und jede Journalistin tun. Und doch ging das in der Vergangenheit immer mal wieder ziemlich schief. Wir haben sogar oft darüber berichtet. Über merkwürdige Rabatte für Journalistinnen und Journalisten. Unternehmen haben mit Journalisten ein leichtes Spiel. Wenn es ums Geld geht, hört die Moral bei vielen auf. Über dubiose Nebenverdienste von Moderatoren. Kann man einen Bankdirektor tatsächlich noch kritisch interviewen, wenn man vorher für dieselbe Bank für viel Geld eine Podiumsdiskussion moderiert hat? Und sogar Fälle von glasklarer Schleichwerbung. Seit über einem Monat weiß die Öffentlichkeit nun dank der Recherche des Journalisten Volker Lilienthal, wie jahrelang Produkte in Sendungen der ARD gegen Geld platziert wurden. Seitdem sind eigentlich alle im NDR und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sensibilisiert. Und heute gibt es sogar ein ganzes Regelwerk darüber, was man darf und was man nicht darf. Auf 8 eng bedruckten Seiten geht es um den Schutz vor Korruption und wie man am besten mit Geschenken umgeht, Dienstreisen oder politischer Betätigung. Zur Vertiefung bietet der NDR eine E-Learning-Schulung an. Liebe Teilnehmende, herzlich willkommen zum Lernmodul. Wir sind Integra, Compliance und Korruptionsvorsorge im NDR. Dann fangen wir mal an, würde ich sagen. Nach den Grundlagen geht's schnell ins Detail. Pressereise und Probefahrt mit einem Automobilkonzern, Korruption oder nicht. Es geht aber auch um andere Interessenkonflikte. Darf der Redakteur seine Schwester als Interviewpartnerin verpflichten? Also ich würde sagen, der Redakteur darf nicht ohne Genehmigung eine geschäftliche Beziehung mit einer Angehörigen eingehen. Daher ist das Engagement ohne Rücksprache nicht zulässig, würde ich jetzt hier sagen. Tacker, beantworten? Die Antwort ist richtig. Ja. Eine Übung erklärt, wer als Angehöriger zählt. Ah ja, was denken Sie, was sind Angehörige? Lebenspartner?
noch nicht ganz so richtig. Versuchen Sie es gleich noch einmal. Ich lerne jetzt hier, die geschiedene Ehefrau ist offenbar schon eine Angehörige. Die Nichte ist aber keine Angehörige und der Geliebte ist auch kein Angehöriger. Und wer jetzt noch unsicher ist, was erlaubt ist und was nicht, kann sich auch anonym mit Fragen an die Antikorruptionsbeauftragte oder den Vertrauensanwalt wenden. Die arbeiten laut Regelwerk unabhängig. Man hat eigentlich das Gefühl, gutes System, alles da, sollte doch laufen. Aber warum haben wir dann trotzdem diese Skandale? Wir sprechen mit dem Korruptionsexperten Christian Erdmann. Regeln ins Intranet zu stellen und Schulungen anzubieten, das sei gut, aber reiche nicht. Diese Werte kann man nur glaubhaft vermitteln, wenn man die auch von oben erkennbar vorlebt. Wir nennen das Tone from the top. Ja, wenn das Management es nicht beachtet, ja, was soll denn die kleine Mitarbeiterin, der kleine Mitarbeiter davon halten, wenn er das dann mitbekommt, dass, ich sag mal, oben die Champagnerkorken knallen und unten darf man nicht mal eine Tasse Kaffee einnehmen. Wie könnte das konkret aussehen, dieses Vorleben, von dem Sie sprechen? Ja, indem Transparenz hergestellt wird. Ja, also wenn meine Tochter jetzt eine Medienberatungsfirma hätte und ich bin derjenige, der über den Einsatz solcher Firmen zu entscheiden hat, und die machen ein tolles Angebot, ja, dann lege ich das auf den Tisch, sage aber, ich möchte das jetzt nicht entscheiden, denn eine Verwandte von mir ist in diesem Unternehmen. Was meint ihr denn dazu? Das merken die Leute sofort, ja, dass da plötzlich Transparenz da ist. Wenn das aber so durchgewunken wird und keiner traut sich zu sagen, nee, die wollen wir aber nicht und es wird Druck gemacht, das ist schlecht. Also Transparenz ist der Feind von Korruption. So ist es im NDR offenbar nicht gelaufen, als im Landesfunkhaus Hamburg ein Korruptionsverdacht aufkam. Die Landesfunkhauschefin Sabine Rosbach soll ihrer Redaktion immer wieder empfohlen haben, über Veranstaltungen zu berichten, die von der PR-Agentur ihrer Tochter betreut wurden. Offenbar ohne das transparent zu machen und das über Jahre. 2017 bekam davon die Hamburger Morgenpost Wind und stellte zu den Vorwürfen eine Anfrage an den NDR. Wir können mit dem NDR-Justiziar über den Vorgang sprechen. Er ist hier auch für Compliance zuständig. Hat er damals schon vom Korruptionsverdacht gewusst? Michael Kühn möchte sich dazu nicht äußern. Das ist alles Gegenstand einer Untersuchung, die noch nicht abgeschlossen ist. Und dem Ergebnis möchte ich nicht vorgreifen. Ganz gleich, ob Kühn selbst etwas wusste. Wenn es Presseanfragen mit derartigen Vorwürfen gibt, hätte sogleich eine externe Stelle eingeschaltet werden müssen, sagt der Korruptionsexperte. Aus meiner Sicht wäre das wünschenswert gewesen, weil diese Untersuchung durch einen Vertrauensanwalt eben eine größere Unabhängigkeit verspricht. Jemand, der außerhalb des Unternehmens steht, selbst als Vertrauensanwalt, wird das objektiver, neutraler beurteilen können und dann der Intendanz Hinweise geben, wie man damit umgehen könnte. Unabhängige Institutionen wie den Vertrauensanwalt oder auch die Antikorruptionsbeauftragte, die hat der NDR. Doch bislang sagt die NDR-Leitung nicht, wann sie eine solche Stelle im Fall Rosbach erstmals eingeschaltet hat. Korruptionsexperten empfehlen in einem solchen Fall, wenn es einen Korruptionsverdacht gibt, die Antikorruptionsbeauftragte einzuschalten. Alleine schon, weil es dann auch jeden Anschein vermeidet des Unter-den-Tisch-Kehrens. Wie sehen Sie das? Wenn ich es richtig weiß, hat Sabine Rosbach die Antikorruptionsbeauftragte gebeten, diesen Vorgängen auch nachzugehen. Und insofern ist genau das passiert. 2017? Jetzt ist es passiert. Ich weiß nicht, was 2017 passiert ist. Das ist Gegenstand einer Untersuchung. Also ich fasse jetzt mal zusammen. Sie wissen nicht, ob damals, wer damals Bescheid wusste, ob die Antikorruptionsbeauftragte damals Bescheid wusste und Sie wissen auch nicht, was seitdem passiert ist. Ich sage Ihnen, das ist eine Untersuchung, die derzeit läuft, weil wir den Vorgängen natürlich nachgehen und versuchen zu ermitteln, wie in diesen Vorhaltungen, die gemacht worden sind, verfahren wurde. Also es ist ein bisschen verwunderlich. Es gab Flurfunk, es wurde darüber gesprochen. Sie haben davon also nichts mitbekommen damals? Gerüchte und Flurfunk, so wie Sie es beschreiben, sind nicht automatisch, führen nicht automatisch dazu, dass man von einem Verstoß ausgehen kann. Die Personalvertretungen zum Beispiel, Redaktionsausschuss und weitere Institutionen, die wir im NDR haben, um solche Vorwürfe auch aufzugreifen und denen nachzugehen, haben sich nicht an mich gewendet mit diesen Vorwürfen. Und insofern müssen wir natürlich insgesamt auch gucken, wenn wir die
Vorgänge mit ein bisschen Abstand uns auch mal anschauen, ob wir bei den Regelwerken, die wir haben, aber auch bei den Institutionen die Verfahren noch verbessern können und müssen. Kühn ist es wichtig, dass ein Klima des Vertrauens in den NDR zurückkehrt. Doch wie soll das so schnell gehen? Bei Interessenkollisionen ist Transparenz das Allerwichtigste. Aber jetzt wissen wir nach all der Zeit immer noch nicht, wer wann was gewusst hat und wer dann was gemacht hat. Eine ziemlich unbefriedigende Situation, finde ich, oder? Die Regeln sind also eigentlich klar. Und wie wir inzwischen wissen, sind auch manche Vorwürfe seit mehreren Jahren bekannt gewesen. Befasst hat sich damit, wie gesagt, auch der Redaktionsausschuss im NDR. Ein von uns Mitarbeitenden gewähltes Gremium mit aktuell 19 Vertretern aus allen Bereichen des Senders. Sie treffen sich jeden Monat und besprechen Hinweise, die von Kollegen an sie herangetragen werden. Dabei kann es etwa ums Arbeitsklima gehen oder eben auch um strittige Dinge im Programm. So ist das auch im Fall Rosbach passiert. Ein wichtiger Punkt kam schon damals raus. Das Vertrauensverhältnis zwischen der Redaktion und Frau Rosbach war schwer angeschlagen. Darüber habe ich mit Redaktionsausschussmitglied Gabor Hallers gesprochen. Wie viele Vorgänge zum Thema Rosbach sind in den vergangenen Jahren denn auf eurem Tisch gelandet? Also ich habe jetzt keine Zahl, weil wir keine Statistik führen, aber wir haben öfter darüber gesprochen, also das kann man schon sagen. Inwiefern hat man oder hat der Redaktionsausschuss auch bei diesen Vorgängen etwas mitbekommen über das Arbeitsklima im Landesfunkhaus Hamburg? Das war öfter Thema, also auch die Kolleginnen und Kollegen, die sich an uns gewandt haben, haben auch über dieses Arbeitsklima berichtet. Es war ja auch so, dass viele sich nicht getraut haben, öffentlich das zu sagen, sondern dass sie sich vertraulich an uns gewendet haben. Dafür sind wir ja da. Aber es ist natürlich immer ein Problem, wenn man Probleme hat und sie nicht offen aussprechen kann, weil im Zweifel dann die Direktorin sagen kann, aber ich wusste ja von nichts, mit mir hat ja keiner gesprochen. Und solange wir halt dieses Klima haben, ist es natürlich total schwierig mit einer Aufarbeitung. Warum ist denn gerade so ein Arbeitsklima problematisch in einer Redaktion eines öffentlich-rechtlichen Senders? Wir brauchen ja diese kritische Debatte und wir müssen diskutieren, auch über redaktionelle Entscheidungen. Und da darf es auch keine Rolle spielen, ob man jetzt irgendwie die Vorgesetzte oder den Vorgesetzten kritisiert. Also wir müssen auch streiten können. Das ist ja total wichtig im Journalismus und wir müssen Dinge anders sehen. Das bringt uns weiter. Und wenn wir solche Dinge nicht ernst nehmen, dann besteht, finde ich, die Gefahr, dass genau das passiert, was wir jetzt gesehen haben, dass Kolleginnen und Kollegen am Ende frustriert sind und sagen, die interne Aufarbeitung funktioniert nicht, dann gehen wir halt nach draußen und sprechen mit anderen Medien. Dann nimmt der NDR aber im Ganzen Schaden. Und ich finde, die Situation, in der wir jetzt sind, die hätte auch verhindert werden können, wenn wir früher im Haus und ernsthafter darüber gesprochen hätten. Welche Konsequenzen müssen jetzt in der Hinsicht gezogen werden? Vielleicht so ein bisschen mehr Basisdemokratie, dass man offener diskutiert. Also der Intendant hat ja von einem Klima des Muts gesprochen. Ich weiß nicht, ob das das richtige Bild ist, weil ich finde es schwierig, wenn man schon Mut braucht, um sich zu äußern. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Und vielleicht kann man sogar in einem zweiten Schritt auch versuchen, noch mehr unser Publikum dazu zu holen, weil öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist ja eben auch etwas, was allen gehört. Also es gehört ja, ist ja nicht der NDR des Intendanten oder der Geschäftsleitung, ist auch unser NDR und eben auch von denen, die uns sehen, hören und lesen. Und wenn man das schafft, da irgendwie mehr miteinander und offener miteinander zu diskutieren, dann wäre vielleicht auch aus der Krise was gewonnen. Also mehr Augenhöhe, mehr ehrliche Debatte zwischen Programmschaffenden und Verantwortlichen, aber auch mit unserem Publikum. Das wünscht sich Gabor Hallers. Klingt gut. Es bleibt also noch viel zu tun in Sachen Aufklärung. Aufklärung, die auch an anderer Stelle weitergeht. Und da kommen wir noch mal auf unsere letzte ZAP-Sendung zurück. Vor zwei Wochen haben wir über den Verdacht politischer Einflussnahme im NDR-Landesfunkhaus Kiel berichtet. Und aus einem Bericht des Stern zitiert, der erst wenige Stunden vor unserer Sendung erschienen war. Darin wurde behauptet, dass eine NDR-Redakteurin kritische Berichterstattung über das Deutsche Rote Kreuz behindert habe. Das DRK war in den 50er und 60er Jahren für Ferienheime verantwortlich, in denen sogenannte Verschickungskinder zum Teil misshandelt wurden. Die Redakteurin habe, laut Bericht vorgeschlagen, kritische Informationen nicht zu veröffentlichen, sondern dem DRK quasi zu liefern, so der Stern. Wir haben diesen Vorwurf hinterher recherchiert und keine Belege gefunden, dass hier aus Gefälligkeit gegenüber dem DRK eine Berichterstattung behindert oder entschärft werden sollte.
Die Redakteurin wollte keine Rechercheunterlagen liefern, sondern einen Betroffenen mit der Kamera begleiten, wie er dem DRK seine Geschichte erzählt. So der Stand unserer Recherchen. Die Prüfung der Vorwürfe im NDR dauert an, aber uns ist es eben auch wichtig, zu korrigieren. Denn in der Debatte um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerät da gerade auch manches durcheinander und nicht jeder Aufreger hält genauerer Betrachtung stand. Wir recherchieren in jedem Fall kritisch weiter. Dafür hat ZAPP gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen von Panorama, Steuerung F und der NDR-Investigation eine unabhängige Recherchegruppe gegründet. Und wenn es wieder Neues dazu gibt, dann berichten wir darüber auf unseren Kanälen. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.